Hallo, Mr. Kammermann. Und hallo, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Genusszone. Heute testen wir nicht nur den Aigle Le Muret, Rotwein, sondern auch die längste Zigarre der Welt. Oder zumindest bis jetzt. Zuerst einmal zum Rotwein. Aigle Le Muret macht verschiedene Weine. Weißwein ist sehr bekannt, er war zum Beispiel in der Schweiz auch der offizielle Festwein der Schwinger bei Pratteln. Und Aigle Le Muret ist ein eher teurer Schweizer Wein mit etwa 20 Franken im Preis. Nun degustieren wir ihn einmal, Mr. Kammermann. Sehen wir uns zuerst einmal die Farbe an. Eine sehr schöne rote Farbe, ein klarer Wein. Dann eine sehr angenehme Nase, etwas von Brombeere, etwas dunkle Früchte, aber alles in allem sehr angenehm. Und denn, zum Wohl, Mr. Kammermann. Eine sehr angenehme Sache. Was meinen Sie, Mr. Kammermann? Sie trinken nicht viel Rotwein. Wie viel würden Sie ihm von 1 bis 5 geben, sagen Sie es den Zuschauern? Ganze 5. Das ist viel bei ihm, weil er normalerweise nur Weißwein trinkt, richtig? Ein Rotwein, welcher sehr angenehm ist. Nun, unsere Empfehlung zu diesem Rotwein ist etwas ganz Besonderes. Und zwar, Zigarren gibt es in vieler verschiedener Form. Es gibt lange, es gibt kurze, es gibt dicke, es gibt dünne und es gibt auch solche. Solch lange Zigarren mit etwas 40 cm, mehr als 40 cm Länge sind meist nur wie diese. Meine Güte, Mr. Kammermann, da ist ja ein wahrer Schneesturm, man merke. Wie dem auch sei, sie sind meist nur falsch. Diese hier ist mit Zeitung gemacht, somit nicht rauchbar. Aber wer jetzt denkt, solche Zigarren gehören nur der Fantasie an, der täuscht sich. Denn es gibt solche, zum Beispiel die Santa Clara Magnum, welche lange, ich bin mir nicht sicher, ob sie bis dato die längste ist, Mr. Kammermann, sie sich auch nicht, aber mit einer Länge von 48,3 cm ist sie eine der längsten, wenn nicht die längste Zigarre der Welt. Und man kann sie rauchen. Und das tun wir jetzt auch. Bei dieser Zigarre wird bis zu 480 Minuten an Rauchzeit gerechnet. Somit sollten Sie sich jetzt einmal gemütlich machen wie wir und eine Flasche Wein öffnen. Diese Zigarre haben wir schon lange an Lager. Wir hatten noch nie die richtige Gelegenheit, nicht wahr, Mr. Kammermann? Wie lange schon? Fast ein Jahr. Oder entsinne ich mich hier falsch? Schon zu lange, nicht wahr? Ein schönes, dunkles, fast schon Maduro-artiges Deckblatt. Ich kann es kaum rufen, aber es ist wahr. Meine Güte, sehen Sie sich das an, liebe Zuhörer und Zuhörer. Angenehmer Duft, Mr. Kammermann. Sie können es ja versuchen, auch mit Ihrer Erkältung. Es ist unglaublich. Ich meine, sehen Sie sich das einmal an. Ich kann sie hier rauchen und Mr. Kammermann könnte sie schon anzünden. Es ist unglaublich. Tja, versuchen wir das gleich einmal. Mich nimmt Wunder, wie der Zug ist. Ich denke, das Zugverhalten könnte erschwert sein, aber... na schauen. Mr. Kammermann, haben Sie die Ehre und zünden Sie mir an? Ich kann es kaum glauben, aber... Oh, Mr. Kammermann, richtig anzünden, richtig anzünden. Tatsache, ich glaube, ich träume, sie brennt. Und der Zug ist nicht einmal so schwer, Mr. Kammermann, suchen Sie es einmal. Meine Güte, das sieht ja aus,
Ach du meine, lieber Herr Gesangsverein. Nicht wahr? Der Zug ist noch sehr angenehm. Nicht sehr stark, also nicht sehr streng. Darf ich? Oh. Boah. Sehen Sie, ich mach dieses Ding an. Aber wie soll man jetzt... Oh, es geht fast nicht. Man muss sich schon behalten. Ein wahres Gewicht. Ein Hingucker ist natürlich keine Frage. Diese Zigarre ist ein Riesenhingucker. Sie sagt einfach, ich bin stinkreich, protzig oder was auch immer. Dafür ist der Preis wahrhaft lachhaft. Fast nur knapp 40 Franken löhnt man für diese Riesenzigarre. Aber jedoch, Einbuße muss sie beim Geschmack machen. Ich finde, sie hat geschmacklich nicht so viel Tiefe. Oder was meinen Sie? Sie ist sehr mild und auch nicht sehr würzig. Aber der Zug ist angenehm, das Aussehen, gar keine Frage, empfehlenswert. Schönen Tag.